So, ich stelle euch heute mal kurz das Projekt Troll Switch vor. Das Projekt ist letzte Woche als Idee geboren worden und ich hatte am Wochenende ein bisschen viel Zeit gehabt, deswegen habe ich das einfach mal angefangen, ein bisschen umzusetzen. Die Idee war, dass irgendwie das Gespräch in der Ecke aufkam, dass im Raumzeitlabor meine Telefonanlage wieder ganz schick wäre. Und da kam dann irgendwann dazu, dass es eigentlich auch ganz lustig wäre, so eine nervige Warteschleife einfach zu haben. So Warteschleife oder nerviges Telefonmenü, wo man sich einfach durchdrücken kann, was einem einfach nur auf den Sack geht. Gut, Challenge accepted, kann man machen, kein Problem. Software dafür habe ich FreeSwitch vorgeschlagen statt Asterisk. Asterisk ist eine relativ bekannte Software, die man auch häufiger mal hört. Mag ich aber nicht. Ich habe mir vor ein paar Jahren FreeSwitch mal angeschaut, weil es im Gegensatz zu Asterisk mit einer Default-Config kommt, die funktioniert. Man lädt es runter, man kompiliert es, man startet es, es geht schon mal was. Dauert ungefähr eine halbe Stunde zwischen ich will das haben und es funktioniert, je nach Internetleitung. Asterisk dauert da länger, wenn man vor allem keinerlei Ahnung davon hat. Ich persönlich mag das ganz gern, wenn ich eine Config habe, wo ich sehe, das kannst du, das funktioniert, okay, dann muss ich da was tun, damit ich das haben will, was ich will. Finde ich deutlich angenehmer, als wirklich from scratch irgendwas zu tun. Ich will die Welt nicht neu erfinden. Dokumentation davon ist ganz gut, ist in Amerika relativ weit verbreitet sogar das System. Die haben einmal im Jahr eine eigene Hausmesse sogar, die CluCon, die ist jetzt Anfang August. Es gibt eine relativ große Community, die Software steht unter der Mozilla Public License, also von daher auch brauchbar. Und es ist relativ erweiterbar. Ursprünglich war ein Gedanke, da ein Skype-Gateway dran anzubinden, wieso ich mir das Ding überhaupt mal angeschaut hatte. Fürs FreeSwitch gibt es das Gateway kostenlos, für Asterisk nicht, war die Entscheidung noch einfacher. Ich habe es bisher immer noch nicht gemacht, aber das ist was anderes. Ja, Ziele, eventuell eine Telefonanlage hier zu haben, so eine Überlegung gewesen. Eventuell auch Telefone im Raumzeitlabor zu haben, vielleicht wenn die Erweiterung nebendran ist, dass man halt in der E-Ecke irgendwas hat und irgendwo anders was hat. Aber das ist auch nur weiteres Ziel. Wäre natürlich mehr Kommunikation. Weltherrschaft ist ja auch so eine Sache, die immer mal wieder auf dem Plenum angeregt wird und dann doch wieder vertagt wird. Vielleicht kann man es mit mehr Kommunikation lösen, wer weiß. Aber ein erstes Ziel war ja auch erstmal eine nervige Warteschleife zu haben und damit Lulz. Passenderweise würde da Troll-Switcher eventuell auch als Info-Hotline für die Trollcon funktionieren können. Die Idee war halt so, direkt als erste Abfrage eventuell reinzumachen, wenn Sie Pizza anliefern möchten, drücken Sie die 1 und man wird direkt durchverbunden. Wenn man was anderes drückt, nicht. Das ist bisher allerdings noch nicht gemacht, sondern erstmal steht die Software im Moment hier auf dem Laptop, was ganz praktisch ist, weil das Internet nicht so geil funktioniert. Netterweise gibt es sogar ein paar Telefonnummern von den Eventphone-Leuten. Die haben außerhalb von den ganzen Chaos-Veranstaltungen das sogenannte Eventphone VPN. Das ist so ein kleiner Punkt, den man in deren Guru-Webseite sieht. Wenn man sich Telefonnummern registriert, gibt es da so einen kleinen Punkt EPVPN. Das kann man von zu Hause aus nutzen. Da habe ich so einen Block Nummern da drin mal registriert. Es gibt sogar eine Ortseinwahl für die Nummer, die ist allerdings bisher noch nicht öffentlich. Ich muss erstmal nachfragen, wie breit man die Nummer treten darf, deswegen steht sie hier jetzt nicht drin. Erstmal. Ja, Nummern, das ist leer, das ist da. Ich habe mal so ein paar Nummern sind registriert. Man kann es von extern erreichen, man kann es von intern erreichen. So eine Default-Config, die dabei war, ist der Standard-IVR. Ich kann mal kurz anmachen. Also das interaktive Wählmenü, was über Tastendrücke geht. Wenn es geht. Welcome to Free Switch, the future of telephony. This IVR will let you test some of the features of your Free Switch installation. You may exit at any time by simply Halt hanging up. einfach so ein paar If you know Punkte, your party's die halt extension, dann. please enter it now. Das könnte man eine Nummer direkt anwählen, mit der To man dann call the verbunden Free wird. Switch Oder conference, halt einfach. please press 1. To do a Free Switch Echo test, please press 2. To listen to music on hold, please press 3. Okay, To so. register your Gut. Music on hold. Funktioniert schon mal. Das geht. Du kannst das Ding mit Skripten erweitern. Du kannst da eigentlich jede Skriptsprache verwenden, die du willst. Das, was hier als Pizza drin verlinkt ist, ist auch ein Default-Skript, was in JavaScript verwendet wird. Standardmäßig wird das Ding mit einem XML programmiert, was ich irgendwie auch schöner finde als das Asterisk. Das jetzt ist eine Wave-Datei, die da drauf liegt. Das Tetris ist auch drauf, aber nicht als Wave-Datei. Irgendwie eine schönere Warteschleifenmusik.
Es kann natürlich auch Text-to-Speech, funktioniert sehr gut. Das ist die Troll-F-Light für das Vanity Troll. Hört mal genau hin, vielleicht versteht es auch beim ersten Mal. Was? Ja. Geht was mit Hotline? Das Problem ist, das Ding kann nur englisches Text-to-Speech. Das heißt, wir haben dann versucht, irgendwie englische Wörter reinzubekommen, die deutsche Wörter reinzubekommen, die englisch ausgesprochen wieder deutlich klingen. Das ist das, was da steht. Das soll heißen, herzlich willkommen bei der Trollcon-Info-Hotline. Zu Schulungszwecken werden diese Anrufe aufgezeichnet. Sollte es sein. Ich mach's noch mal. Was auch immer man damit tut, irgendwelche Wikipedia-Artikel reinpipen in der Warteschleife, man weiß es noch nicht. Ich denke mal, so ein, zwei wichtige Ansagen, vor allem die da, sollte man vielleicht doch einsprechen als Wave-Datei. Eventuell, wenn man das mit der Aufzeichnung macht, könnte man damit auch wiederum an der Trollcon einen lustigen Vortrag drüber machen, wie sich die Leute in der Hotline aufgeregt haben. Müsste gehen. Also mich würde es wundern, wenn es die Software nicht kann. Zur Not kann man es aber mit Wireshark mitschneiden und exportieren. Wireshark ist da richtig geil. Ich habe da ein paar Debugging-Sachen gemacht, das ist toll. Das andere, was da noch so drin war, da hinten, der Default ist halt halt verständlicher. Das war das jetzt, was hier ein bisschen höher stand, also der Teil da. Auch mit einer anderen Stimme. Die eine hat beim Deutschen ein bisschen weniger schlecht geklungen als die andere, von daher Optimierung an der Sprachaufgabe, dass sie unverständlich ist, würde ich mal sagen, brauchen wir nicht. Das funktioniert auch so schon. Was schon mal geht, ich habe bei mir ein Handy dabei mit Festnetzflatrate, das geht sogar über UMTS relativ brauchbar, eine externe Nummer anruft, die Nummern sind immer vierstellig, die erste Stelle steht jeweils hier, die letzte drei Stelle ist der Vanity-Code für RZL, also 795. Mit 7 dürfen die Nummern leider beim Eventphone nicht beginnen, das ist noch reserviert, aber wenn man da jetzt halt direkt mal die Nummer mit der 5 anruft, kommt man halt auch von extern schon mal die Tetris-Melodie zu hören. Das geht jetzt hier über UMTS und heute Mittag hat es auch echt gut funktioniert. Mal gucken. Funktioniert sogar. Also UMTS kann doch manchmal mehr als man denkt. Ist aber auch kein E-Plus. In dem Fall. Selbst da könnte es gehen. Wer weiß. Dann, das letzte habe ich jetzt noch gar nicht gezeigt, das ist das Default-Spracherkennungsskript wiederum. Ein Pizza-Bestellsystem. Das ist, wenn man ein Telefon mit guter Echo-Unterdrückung hat, sogar auf Lautsprecher, trotzdem nicht nutzbar. Das Ding hört sich einfach immer selbst und versucht dann manchmal was zu hören. Man sieht hier in der Anzeige gleich, immer in dem unteren Bereich wird angezeigt werden, was es gerade denkt, erkannt zu haben. Irgendwo oben sieht man manchmal, was theoretisch machbar wäre, was es erkennen kann. Gucken wir doch mal, Vanity für Pizza. Gino's Pizza. Is this for delivery or takeout? Delivery. Jetzt wollte sie sagen, now I can make you a small... I didn't catch that. Could you speak up? Funktioniert super. What kind of crust do you want? We got thin crust, hand tossed, and pan baked. Pan baked. Oh, erkannt. Sogar. Was ist das mit der Kette? Einfach schimpfen die ganze Zeit. Sprich deutlicher. I didn't
Do you want a specialty pizza or do you want to pick your own top? Specialty. Okay, listen. Failed klingt schon mal sehr gut. Okay, listen up. We got your meat lover's pizza. Pepperoni, Canadian bacon, ham, sausage, shrimp. Your vegetarian pizza. Peppers, mushroom, olives, onion, spinach, garlic. Your Hawaiian pizza. Pineapple, mango, shrimp. Your Salvador Dali pizza. Everything just sort of melting into each other. And the world famous pickle pizza. The one with the... Pickle. Pickle. Okay, listen up. We got... Oh! Ich dachte gerade schon, es wäre komplett ausgeschrieben. Ja, jetzt habe ich sie wieder unterbrochen. Dann hört es natürlich auf. Man kann es unterbrechen. Okay, you ordered a totally humongous pan-baked world famous pickle pizza. Funktioniert hervorragend. Ja. Wow. Kann man so Entscheidungsbäume haben? Wo ich auf jeder Ebene irgendwas sage, ja, wenn sie bla bla bla, dann drückt sie bla bla bla. Und das so 5 bis 10 Ebenen schief. Klar. Es gibt. Kann man da so Kreise einbauen? Also. Das sah nach XML aus, ich glaube. Darf ich das einsprechen? Das ist XML und es müsste auch gehen. Also wenn man sich diesen Demo-IVR anschaut, also IVR ist das Menü, was ich am Anfang gezeigt hatte, wo man sich mit der Tastatur durchdrückt, dann ist hier ein Punkt drin, Demo-IVR-Submenü, wenn man die 6 drückt. Ach, man kann springen. Und dann wird einfach der Block Demo-IVR-Submenü ausgeführt, wo halt in dem Fall einfach nur, ja toll, das war ein Submenü, ich mach mal auf. Lass mal durchlaufen gerade. You may exit at any time by simply hanging up. If you know your party's extension, please enter it now. To call the Free Switch conference, please press 1. To do a Free Switch echo test, please press 2. To listen to music on hold, please press 3. To register for ClueCon, please press 4. To hear Screaming Monkeys, Screaming Monkeys! To hear a sample IVR submenu, please press 6. Die Screaming Monkeys sind im Moment leider down. Ich hab's versucht, die waren immer geil. Aktuell nicht. Submenu? Welcome to Free Switch, the future of telephony. This is a sample IVR submenu. Free Switch allows for great flexibility in designing IVR systems. To return to the previous menu, please press star. Das war's schon. Also, man kann Untermenüs bauen, man kann in denen auch wieder Verzweigungen drin machen, von daher könnte man wahrscheinlich auch eine Schleife bauen. To return to the previous menu, please press Welcome to Free Switch. Ja, eben. Hat einfach 20. Da, Entry Action. Also aktuell ist es ja auch schon, dass man da die Entry-Action-Menu Top Digits ist gleich Stern hat. Das kann man sich selbst zeigen. Das sei jetzt statt das Menü Top in die Demo und IVR Submenü. Ja, also prinzipiell, wenn ich da jetzt einfach noch das Stern austausche, dann wird es auch wieder in sich selbst reinkommen. Das ist kein Problem. Die Anlage da macht kurz die XML-Dateien neu laden und das geht. Ich sag jetzt einfach mal, der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt und genau da kommt ihr ins Spiel. Funktionieren tut das System schon mal, man muss sich jetzt einfach nur irgendwelche kranken Sachen ausdenken und davon die schlimmsten nehmen und implementieren. Man kann natürlich auch untereinander anrufen, also das ist Android hat ZIP-Client drin, das ist natürlich ganz das ist es funktioniert sogar auch. Man kann damit auch telefonieren. Von daher, es ist auch möglich, von den Events von Leuten noch einen kompletten Nummernblock zu bekommen. Also von daher ist es alles machbar. Und wir haben dann auch die Sex-Hotline. Müsst ihr nur Leute haben, die dranhängen.
Wir können ja die Frau von der Pizza-Hotline an die Sex-Hotline hängen. Mal gucken, ob es jemand merkt. Das Sex-Hotline ist auf jeden Fall ein Wister, ey. Tja. Das Mateometer, das gibt es sogar schon als Python-Skript. Ich habe es nur noch nicht geschafft, rein einzubinden. Da muss man ein paar Sachen anpassen, dann müsste es aber gehen. Wenn man das Nummernblöcke hat, kann man da bestimmt zwei Anrufer dann random verbinden. Ja. Man kann Konferenzen schalten und man kann Leute in Konferenzen reinhängen. Also man kann auch Silent zuhören in der Konferenz. Man kann auch bei normalen Anrufen Silent zuhören, sobald man das für seinen Anschluss freischaltet. Das ist so eine Config-Option, die man einfach rein aktiviert und dann kann man komplett reinschalten. Man kann auch rein plappern. Selektiv. Also entweder bei dem einen, bei dem anderen oder bei beiden. Dann 20 Sekunden wartet und dann auflegt. Klar, du kannst ja einfach eine Ansage schalten, die 20 Sekunden lang ist und dann wieder weg ist. Also normalerweise ist es so, wenn eine Ansage abgelaufen ist, also das eine mit dem Free-Switch, was da diese tolle Text-to-Speech-Engine, wenn die mit dem Satz durch ist, legt sie auf. Von daher, das Standard-Feature ist, wenn du fertig bist, leg auf. Man kann natürlich auch sagen, wenn du fertig bist, mach danach was anderes. Die Leute zurück in die Warteschleife schicken oder Tetris hören lassen oder sowas. Daher. Ja. Ausgehende Anrufe können wir über die Nummer nicht machen bei Eventphone im Moment. Aber das ist auch kein Problem, wenn es darum geht, dafür eine Zipgate-Nummer zu nehmen. Und man kann ja bei Zipgate kann man auswählen, welche Nummern man übertragen will. Also, mich hat mal aus Spaß ein Freund mit einer Nummer von einem ganz anderen Freund angerufen, nur weil es geht. Daher kann man da ja dann auch die Eventphone-Nummer übertragen und die Zipgate-Nummer raustelefonieren. Das geht auch. Noch Fragen? Schon eine Wiki-Seite? Noch nicht. Das mache ich noch. Ja, so Ideensammlung. Ja, also Wiki-Seite wollte ich noch bis nach dem Vortrag warten und dann jetzt machen. Man sollte sich aber auch überlegen, wie viel man da drauf packt, weil ist ja auch egal. Weißt du, wie das auf der Eventcon-Seite läuft? Also bei denen? Die haben Asterisk-Server. Also die haben einfach Asterisk-Server und im Moment ist es so, dass ich einfach, ich glaube, 7 Accounts registriert habe und jeden einzeln verbinde. Also in meinem Server halt dementsprechend 7 Gateways angelegt habe, die sich dahin connecten. Wir können auch einen Trunk machen. Das können die, das können wir. Ich muss nur mal sagen, macht mal bitte. Hat vorgeschlagen, dass ich einfach auf der ICMP dabei bin, dass wir es dort machen. Bin ich wahrscheinlich nicht. Daher weiß ich noch nicht. Wie gesagt, das Ding funktioniert mit in der Regel Wave-Dateien und da kann man einfach alles, was man irgendwie in eine Wave-Datei gepackt bekommt, reinhämmern. Und das geht dann. Ich glaube nicht. Weiß ich aber nicht. In dem Fall sind es jetzt einfach SIP-Telefone. Also man kann an die Telefonanlage theoretisch alles anschließen, was du irgendwie an den Rechner bekommst. Du kannst dir eine ISDN-Karte kaufen, die den Anlagenmodus kann, da kannst du ein ISDN-Telefon dranhängen. Habe ich nicht. Es gibt auch Analogkarten dafür, es gibt auch DECT-Module dafür, du kannst auch einfach von anderen Leuten die GSM-Anlage da dran klemmen, das geht auch. Aktuell kann es SIP, beziehungsweise halt alles, was über IP reingeht. Theoretisch kann es ja auch Skype. Ist jetzt halt dann nur die Frage später, designtechnisch, wo man die Anlage hinstellt. Ja? Über die Fritzbox. Also hier liegt ja aktuell die Fritzbox von Sky rum. Ich habe ihn gestern mal gefragt über die Mailingliste. Wir können damit machen, was wir wollten. Eigentlich wollte ich mein DECT-Telefon da dran anmelden, wenn das Netzwerk gerade gehen würde. Naja, dann halt nicht. Aber ich meine, das Telefon kann man einfach an die Fritzbox anschließen. Die hat zwei analoge und einen ISDN-Anschluss. Und die Fritzbox wiederum kann man per SIP mit dem FreeSwitch verbinden. Und daher ist das gar kein Problem. Ich werde den dann die Tage bei mir daheim auf dem System nochmal starten und dann mal die DN42-Anbindung irgendwann mal bauen. Und dann kommen wir auch NAT-frei dahin. Wobei das jetzt selbst über das Vodafone NAT funktioniert hat. Von daher, awesome.